Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wenn die GamePro schon fragt, ob dies vielleicht das beste RPG 2024 ist, dann werde ich definitiv hellhörig. Es geht um Like a Dragon Infinite Wealth und dieses Spiel aus der Yakuza-Reihe hat eine Steam Deck-Verifizierung von Valve bekommen. Ob das gerechtfertigt ist, wie das Spiel läuft und vor allen Dingen, ob es auch Spaß macht, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Like a Dragon Infinite Wealth auf dem Steam Deck OLED. So, und damit gehen wir auch rein. Ich musste gerade bereits die erste Entscheidung treffen, nämlich welche Audiosprache nehmen wir. Und ich habe mich diesmal einfach für Japanisch entschieden, damit das Ganze ein bisschen authentischer ist. So. Like a Dragon, Infinite Wealth. Drücken Sie eine beliebige Taste, kriegen wir hin. Wir gehen einmal ganz kurz in die Einstellungen, bevor wir ins Spiel reingehen. Also, wir haben 720p, ne? So spielen wir. Wir spielen hier nicht in Full HD, denn wir wollen ja gucken, wie es Handheld-mäßig aussehen würde. Grafikqualität nimmt er mittel. Okay. Okay. Haben wir hier irgendwo... Okay, FSR 1, genau, wollte ich gerade sagen. FSR 2 habt ihr doch bestimmt auch. Oh, FSR 3 sogar. Das ist sehr interessant. Können wir eventuell im Nachgang mal mit einem Mod probieren, mit der FSR 2, FSR 3 Mod, ob wir das hier aktiviert bekommen. Aber aktuell steht FSR 2 auf Qualität und wir gehen einfach mal rein. Wir gucken einfach mal, wie es denn so aussieht. So, dass das Muster noch leicht zu sehen ist. Boah, so sehe ich das noch. Dass beide Bilder so... So, genau, ich beende das Spiel nicht. Also wie gesagt, ganz kurz, dieses Werk ist rein fiktiv. Die gezeigten Personen, Gruppen, Vorfälle und Begriffe, ich war mal wieder zu langsam, aber entspricht halt einfach nicht der Wahrheit und ist wahrscheinlich alles nur eine zufällige, ein Zufall, wenn wir da irgendwas haben. Intro Time, ich halte mal meinen Mund. Find the road now. There are dogs on the loose around here. We're out here awfully late. True, but I'd say the meeting was worth it. With all the homeless around these days, there's no shortage of mouths to feed. And tonight marks a big step forward in solving that. I suppose you're right. But dear, I did want to talk about Bryce. Ich bin mir relativ sicher, dass ich die Audiosprache auf Japanisch eingestellt habe. Someone's out there. No! Time for your reward. Er schießt ihn. Ja, okay. Okay. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht wirklich Kenntnisse bezüglich der alten Yakuza-Teile. Ich habe es von euch schon mehrfach gehört, dass ich die spielen muss. Muss. Und deswegen habe ich auch schon ganz viele hier bei mir in meiner Bibliothek drin. Ich habe es halt noch nicht gespielt und ich glaube, ich muss es einfach mal machen, aber ihr kennt das Problem, es gibt einfach zu viele Spiele und zu wenig Zeit. Von daher, wenn es hier Referenzen zu älteren Yakuza-Teilen gibt, die werde ich wahrscheinlich nicht verstehen. Ne? Komm, wir überspringen jetzt mal die Szene, wir wollen ja sehen, wie das Spiel läuft. Wir wissen jetzt, worum es geht, da wurde jemand abgeknallt und irgendeine unfassbar tolle Kette. Nee? What? Wir machen das mal weiter. Ne? Storymäßig könnt ihr dann selber schauen. Wir wollen ja gerne, wie gesagt, ein bisschen uns kloppen und gucken, wie es läuft. So, also, wir gehen rein. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Denn das
Vorgängerspiel Like a Dragon, wie hieß das noch? The Man Who Erased His Name, genau. Muss ich auch noch spielen. Habe ich euch ja schon vorgestellt, muss ich definitiv auch noch spielen. Aber okay, so, ich sollte noch etwas essen, bevor ich nach Hause gehe. Entweder gehe ich in ein Lokal oder esse einfach Guidon. Es ist zwar etwas weit, aber ich könnte den Laden auf der westlichen Central Street testen. Okay, so, wir laufen. Hier sehen wir jetzt noch nicht so viel und sind auf jeden Fall definitiv bei guten Frames. Also wirklich guten Frames gerade. Okay, hier geht's nicht zum Restaurant. Muss ich zu dir gehen? Kann ich mich schon kloppen? Nein. Wo muss ich her? Wo muss ich her? Wo muss ich her? Hierher. Wahrscheinlich. Ich renne einfach mal, genau. Und wir sehen, wir sind so im guten 50er-Bereich. Ja, ich gehe mal kurz mit meiner Kamera. Ich sehe nämlich gerade, dass ich da ein wenig im Weg bin. So. Und wir sehen, wir haben hier echt... Also ich bin erstaunt. So, hier untersuchen. Ja. Okay. Okay, ich glaube, wir können uns jetzt ein bisschen kloppen. Oh. Los geht's, jawohl. Also. Im Kampf wählst du über das Befehlsmenü in der unteren linken Bildschirmecke deine Aktion aus. Wähle Angriff, um einen Grundangriff auszuführen. Nur zu, probier es. Okay, mit A kriege ich hin. Zack, zack, zack. Okay, wähle schnell Angriff aus, bevor ein Gegner am Boden wieder aufsteht, um ihm schweren Schaden zuzufügen. Das kriege ich hin. Er ist hier voll am Wrestlen. Wähle Skills, um eine mächtige Fähigkeit gegen Mentalpunkte einzusetzen. Deine aktuellen Mentalpunkte werden durch die grüne Leiste unten rechts angezeigt. Regeneriere MP, indem du normale Angriffe nutzt oder über mehr entsprechende Gegenstände benutzt. Beim Einsatz von Skills werden Aktionsaufforderungen eingeblendet, die den von dir verursachten Schaden erhöhen, wenn du zum richtigen Zeitpunkt X oder Y drückst. Oha, okay. Drücke gleichzeitig mit gegnerischen Angriffen B, um eine perfekte Deckung auszuführen. Das war keine perfekte Deckung. Das war definitiv keine perfekte Deckung. Die rote Leiste unten rechts auf dem Bildschirm zeigt deine Gesundheit in Form von Trefferpunkten an. Okay, wenn ich auf 0 bin... Oh, der Kampf geht... Okay. Was? Da mache ich nicht mit Thunfisch. Ja, mitten im Kampf. Er erstmal am Essen, alles klar. Okay, cool. Das ist schon gut. Ah, okay, wir haben Stufenaufstieg. Das heißt, hier sehen wir jetzt auch verschiedene Werte, die wir erhöhen können. Ne, ganz RPG-like. Verteidigung, Angriff. Wobei hier anscheinend automatisch verteilt wird und wir nicht direkt verteilen. Da fliegt die Kohle weg. Oh ne, das gucken wir uns an. Das gucken wir uns an. War das jetzt gewollt oder war der ein bisschen blöd oder was war das? Was ist das? Ja, okay. Ich mach mal weiter. Ich mach weiter, Leute. Wir wollen ja noch ein bisschen von dem Spiel sehen.
Das ist jetzt schon total wirsch. Scheint aber definitiv ein anderes Kampfsystem zu haben wie in dem Vorgänger. Ne? Also, ich meine, wie gesagt, ich habe es schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Aber das ist definitiv anders. Scheint in Richtung, ja, schon so ein bisschen Richtung rundenbasiert zu gehen. Ich muss mich einfach wirklich mit den Yakuza-Teilen generell mehr beschäftigen. Ich merke das schon. Von daher, wenn ihr einen Tipp habt, weil ich glaube, das ist, ich habe gelesen, je nach Zählweise der 9. Titel. Ich meine, ich werde keine Zeit dafür haben, 9 Titel durchzuspielen. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, pass mal auf, das und das musst du spielen, dann erlebst du auch eine gute Story, sag mir mal Bescheid. Denn ich weiß ja auch, bei Star Wars gibt es beispielsweise Leute, die sagen, ja, ihr, ne, pass mal auf, du musst erst, weiß ich nicht, die alte Trilogie, dann die neue Trilogie, dann gibt es welche, die sagen, nee, du musst von 1 bis 9. Ja, von daher sagt mir bitte auf jeden Fall, wie ich die Yakuza-Teile spielen soll. Genau, bei dem Spiel haben wir es auch oder müssen wir auch tatsächlich später nach Hawaii fliegen. Also wir spielen auch in Hawaii. Geht zu Hello Work. Also ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich positiv überrascht, wie das Game läuft, definitiv. Habe ich nicht erwartet. What's up? Yeah. Oh. Was haben wir hier? Ist das die? Ist hier was passiert? Hamako-san, ja nicht? Du bist da. Ich war die ganze Nacht auf Sauftour, dann haben meine Beine einfach nachgegeben. Was ist das hier? Das ist der Knaller. Kiyotsukeneito dame da ze. Eine Leber würde sich auch über einen freien Tag freuen. Oh, Persönlichkeit. Also, Kasugas Persönlichkeit zeichnet sich durch diese Eigenschaften aus. Leidenschaft, Selbstvertrauen, Charisma, Güte, Intelligenz und Stil. Verbesserst du Kasugas Persönlichkeit, erhält er dafür eine ganze Reihe an Boni, wie zum Beispiel erhöhten Widerstand gegen verschiedene Skills und Statuseffekte oder Zugang zu neuen Einrichtungen. Okay. Das ist unser Gebäude, ne? Oh, was ist das? Guck mal, hier steht mal eben so ein Koffer rum mit einer Brandsalbe. Ja, nehmen wir mit, ne? Muss ich zu dir? Excuse me. Anscheinend wirklich zu meinem richtigen eigenen Arbeitsplatz. Der, welche Nummer habe ich überhaupt? Oh, guck mal, da komme ich gar nicht hin. Hier? Okay. それじゃあ面接次の方。 Sasaki Shinya と申します。 よろしくお願いします。 おかけください。 履歴失礼します。 Warum weiter? Es scheint einfach völlig durch zu sein. Das Game gefällt mir richtig gut. Es tut mir leid, dass ich so viel überspringe, aber ich glaube, würden wir uns all diese Szenen angucken, da könnte ich euch einfach nichts von dem Spiel zeigen. Wir wollen ja echt sehen, wie es läuft. Ich habe gedacht, wir gehen rein, kloppen uns irgendwie 2-3 Mal und dann ist das gut.
Ist ja aber nicht der Fall. Wenn ihr euch fragt, was das kostet, das ist echt teuer, ne? Mit 69,99 ein absoluter Vollpreistitel, den wir hier haben. Und da müsst ihr natürlich dann überlegen, ob es das für euch wert ist oder nicht, ne? So, wir haben... Es ist dunkel. Okay, die Schläger. Das heißt, wir werden wohl... Kumpel des frechen Schlägers. Was guckst du denn so? Hey. Den Kampf machen wir noch und dann... Weil ich euch Pisser auf den Mond schieße, wenn ihr es nicht tut. So, wenn du einen Befehl auswählst, kannst du dich mit dem linken Stick in dem Ring unter deinen Füßen bewegen. Es kann einen gewaltigen Unterschied ausmachen, wie du dich einem Gegner gegenüber positionierst, vor allem bei Grundangriffen. Probier mal aus, was passiert, wenn du zu dem Fahrrad gehst. Wo ist denn das Fahrrad da? Okay, dann können wir den aufheben und als Waffe einsetzen. Womit hebe ich den denn jetzt auf? Mit A? Nee, das war der Angriff. Moment. Womit hebe ich den auf? Genau, also wir sehen auf jeden Fall, das ist rundenbasiert. Ja, das heißt, ich kann mir tatsächlich einfach Zeit lassen hierfür. Waffenangriff. Ah, da war endlich mal die Deckung. Einmal. Okay. Wenn wir aus der Nähe angreifen, verursachen wir mehr Schaden. Er nimmt erstmal das Fahrrad. Okay. Ein Angriff kann ein Gegner manchmal nach hinten werfen. Wenn er mit einer Wand, einem Objekt oder seinen Kameraden kollidiert, erleidet er größeren Schaden. Das war's mit den Tutorials. Okay, wir, ja, komm, hier, geballte Faust, ne? Oh, wir sind nochmal dran. Können wir so weit? Geht das? Okay, ich glaube, jetzt kann man schon ganz gut einschätzen, wie das Spiel läuft. Also das ist tatsächlich ja, in dem Sinne ein rundenbasiertes Kampfsystem. Keine Ahnung, ob die ganzen Yakuza-Teile echt so humorvoll sind oder nicht. Sagt mir da mal auf jeden Fall Bescheid. Also die 17 Minuten, die haben jetzt schon, oh, ich sehe gerade übrigens, die Sonne scheint hier rein, ne? Die 17 Minuten, die haben jetzt echt schon wirklich Spaß gemacht. Und ich freue mich tatsächlich drauf, dieses Game zu zocken, weil gerade von den Screenshots her, wenn die halt auf Hawaii sind, das sieht schon echt richtig, richtig gut aus. Von daher, wie gesagt, 70€ ist natürlich ganz schön knackig, ne? Kann man sich auch Wishlisten, hoffen, dass es irgendwann in den Sale geht. Ansonsten interessiert mich eure Meinung, was ihr von dem Spiel haltet, von der Performance, von der ich wirklich sehr positiv überrascht bin. Und wie gesagt, gebt mir den Tipp, wie ich die Yakuza-Teile spielen muss, meine Freunde. Ich bin raus, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.